So, ihr hört uns hoffentlich. Jawohl, das sieht gut aus. Also herzlich willkommen zu unserer heutigen Abschluss-PK vor dem Spiel gegen Serbien am morgigen Tag. Wir freuen uns, dass die Bundestrainerin da ist und auch Kathi Hendrich. Wir grüßen aus Belgrad. Und direkt die erste Frage an die Kathi. Mit welchen Erwartungen geht ihr in das morgige Spiel? Ja, natürlich mit hohen Erwartungen. Die habe ich aber immer an unsere Mannschaft, weil wir ja eine sehr gute Mannschaft sind. Und ja, morgen denke ich auch wieder auf einen schweren Gegner treffen. Das haben wir, denke ich, auch gerade im Hinspiel, gerade in der ersten Halbzeit gemerkt. Die werden uns wieder alles abverlangen. Die werden sehr bissig sein in den Zweikämpfen. Ja, ist eine Mannschaft, die vor allen Dingen über die Mentalität kommt. Und da müssen wir wieder von Anfang an voll da sein. Und ja, versuchen von Anfang an zu zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und ja, so auftreten wie auch gegen Portugal. Man hört allenthalben, Martina, das ist ein ganz anderer Gegner als Portugal. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie deine Einschätzung ist und was der Matchplan ist. Also ganz anderer Gegner würde ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen, weil auch Serbien kommt über die Körperlichkeit, aber Serbien möchte auch Fußball spielen. Auch Serbien hat Tempo, spielt schon auch natürlich dann lange Bälle auf Danjamovic und das wissen wir, da sind wir vorbereitet. Und von daher werden wir wiederum versuchen, natürlich auch den Gegner zu wenig Möglichkeiten kommen zu lassen, wollen wieder sehr hoch pressen, wollen sehr schnell die Bälle zurückgewinnen, um dann selber wieder Torchancen zu kreieren. Vielen Dank. Eure Fragen bitte. Ulrike John von der DPA. Ich wollte noch fragen, personell, gibt es noch was Neues? Sie sind ja auch Spielerin abgereist. Wie ist da der Stand momentan? Also der Stand ist aktuell so, dass niemand mehr abgereist ist, dass wir jetzt hier mit 22 Spielerinnen sind. Das ist ja eben, wie ihr alle mitbekommen habt, ja, Lena Lattwein sowieso nur da war, nicht nur da war, sondern da war, um eben den ganzen Input mitzubekommen, wo wir auch mit ihr, neben dem, dass wir sie versucht haben, in Absprache mit dem Verein aufzubauen, auch nochmal ein paar Themen besprechen konnten. Und Feli Rauch und Clara Bühl, das war auch abgesprochen. Und Almut, das habt ihr auch mitbekommen, ist dann auch gestern leider abgereist. Und von daher sind wir, die jetzt hier sind, alle fit und hoffen, dass es auch bis morgen so bleibt. Maike Götzelmann. Ja, eine Frage an die Bundestrainerin. Und zwar, das Spiel gegen Portugal sah schon gar nicht so schlecht aus. Da waren einige gute Ansätze mit dabei. Was gilt es denn jetzt noch zu verbessern gegen Serbien? Also das Spiel gegen Portugal war sehr gut. Gar nicht so schlecht ist immer so für mich nicht der richtige Ausdruck. Ist doppelt negativ. Deshalb, das Spiel war in vielen Bereichen richtig, richtig gut. Vor allen Dingen haben wir es in der Analyse nochmal gesehen, wie präsent wir waren, wie gut die Dinge funktioniert haben, die wir uns im Training erarbeitet haben. Es gab ein kleines Manko, das war die Chancenverwertung beziehungsweise auch die Boxbesetzung. Das haben wir angeschaut, sehr gut analysiert heute. Und wir wollen genauso der gleichen Bereitschaft von der ersten Sekunde. Wir haben unsere erste Torchance in der ersten Spielminute gehabt. Wir haben noch Torchancen gehabt, fast in der letzten Spielminute. Und genauso wollen wir es durchziehen. Mit ganz viel Qualität, mit ganz viel Spielfreude, Lust, mit ganz viel Energie. Und von daher, ja, wollen wir das einfach bestätigen. Das ist ja das Schwierigste im Fußball. Nach einer guten Leistung wollen wir nicht irgendwie uns damit zufrieden geben, sondern wollen nochmal was drauflegen und freuen uns einfach hier auf einen Gegner zu treffen, der natürlich punkten möchte. Ist auch ganz klar. Die wollen den zweiten Platz verteidigen, wollen vielleicht nochmal richtig angreifen. Wir haben eine super Ausgangsposition uns geschaffen und wir wollen eine weiße Weste behalten. Und deshalb werden wir auch morgen, glaube ich, mit ganz viel Freude, so erlebe ich zumindest das Team ja aktuell, in Spielfreude umsetzen. Steffen Focke, Deutsche Welle. Ja, danke. Wir haben vor dem Spiel gegen Portugal gesehen, dass ein Zeichen des DFB gesetzt wurde für Frieden in der Ukraine. Wie wichtig ist euch das im Team, dass dieses Thema besprochen wird? Und ja, wie geht ihr damit um? Was ich nicht beantworten mag, möchte ich niemanden vorzugen. Vielleicht, ja, danke. Ja, ich denke, das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und natürlich ist das auch bei uns hier in der Mannschaft ein Thema. Wir sprechen viel darüber. Und ja, ich finde es wichtig, dass man da eben dann auch Zeichen setzt, dass man zeigt, dass man zusammensteht. Und ja, wir wünschen uns natürlich alle, dass da langsam auch Ruhe einkehrt und eben ja, Frieden herrscht. Und von daher finde ich das eine super Sache und finde es schön, dass wir da eben auf diese Art und Weise auch dann in der Öffentlichkeit Zeichen setzen. Gunnar Meggers, Kicker.
Ja, hallo. Ich hatte eben ein paar Tonprobleme, deswegen weiß ich nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Wenn ja, seht es mir bitte nach. Eigentlich sollte Almut ja morgen im Tor spielen. Die ist nun abgereist. Wer spielt denn morgen im Tor? Merle oder Ann-Kathrin Berger? Die Merle. Interessiert mich jetzt also, ob es da noch eine Begründung zu gibt oder ob das jetzt Die einfach. Begründung, dass die Merle spielt. Ja, Also ich habe hätte ja auch sagen können. in der Begründung vorher, dass Almut spielen sollte, gesagt, dass beim Arnold Clark Cup alle drei Torhüterinnen ein Spiel machen sollten, damit wir alle drei nochmal im Spielbetrieb sehen. Das hat die Anne gehabt, dieses Spiel. Und jetzt kann die Almut leider nicht, was auch sehr emotional für alle war. Es ist eine schwierige Situation, wenn du nach 3 Jahren spielen möchtest, endlich in dieser Mannschaft. Wir wollten das Gefühl haben, auch die Almut wieder bei uns, nicht nur neben dem Platz, oder nicht nur im Training, sondern auf dem Spielfeld zu haben. Deshalb war es eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und deshalb wird die Merle eben morgen spielen. Das ist klar, sie ist die Nummer 1 und deshalb spielt sie morgen. Uli John? Ist es denn die gleiche Schulter wie damals, wo es operiert worden ist? Oder wie schlimm ist es überhaupt? Also da sagen, können wir nichts zu sagen. Das geht über die Vereinsinformation. Da stehen ja Untersuchungen heute an und alles, was dann an Updates kommt, wird der Verein kommunizieren. Steffen Focke nochmal. Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle, wenn wir über Personalien reden, gleich noch fragen. Die Frau, die Felicitas Rauch ist ja abgereist. Wissen Sie da auch schon oder wollen Sie schon verraten, wer dann auf der Linksverteidigerposition spielt? Dasselbe gilt ja für Clara Bühl. Die beiden Torschützinnen sind wieder zurück bei ihrem Verein. Wird da die Julia Gwinn auf links hinten wiederkommen und die Jule Brandt auf links? So, könnte ich mir das vorstellen? Können Sie sich das auch vorstellen? Ja, ich kann mir ja vieles vorstellen, aber kann auch gerne mal dich an die Seite stellen. Nein, natürlich wie immer. Also wir sprechen erst mit den Spielerinnen, wir stellen die Mannschaft dann auf, wenn wir wissen, dass morgen alle aufstehen und gesund und munter sind. Und natürlich haben wir das schon im Kopf, wie wir das machen wollen. Aber das eine oder andere Gespräch steht noch aus. Wir haben noch ein Abschlusstraining und wir tun immer gut daran, noch nicht zu viel zu verraten, sowohl für den Gegner, die ja auch ein bisschen Presse lesen, als auch für uns intern. Ole John. Jetzt geht ihr ja morgen alle relativ schnell irgendwann auseinander. Was bekommt denn die Spielerinnen mit, so im Hinblick auf die EM, was sie nächste Woche noch tun können oder zu tun haben? Und vor allem, in welcher Form wird das mitgegeben? Also das ist ja, Kathi kann das ergänzen, das ist ja ein immerwährender Prozess, den wir haben. Das geht ja gar nicht nur jetzt auf die Phase zur EM, sondern immer zwischen unseren Lehrgangsmaßnahmen haben wir aufgrund der Individualanalysen, die wir hier sehr akribisch betreiben, Zielvereinbarungen mit den Spielerinnen getroffen. Und das geht natürlich in die Verantwortlichkeit der Spielerinnen und der Vereine. Und dann gibt es in Absprache mit den Vereinen eine Planung, wenn die Maßnahmen im Verein abgeschlossen sind. Sprich, wenn dort eben entweder nach der Bundesliga noch eine Woche trainiert wird oder wenn eben unterschiedliche Spielerinnen noch länger im Spielbetrieb sind. Und deshalb ist das ein immerwährender Prozess, der ganz individuell ausgestaltet ist. Und vielleicht kannst du aus der Spielerinnenperspektive auch noch ergänzen. Ja, du hast eigentlich vieles schon gesagt. Ja, wir sind halt immer im Austausch, ob jetzt Lehrgang stattfindet oder eben auch dann zwischendrin. Und ja, das ist alles sehr gut abgestimmt. Jede Spielerin weiß, was sie dann vielleicht noch für Hausaufgaben zu tun hat, zu Hause auch. Und ja, ansonsten wird das dann auch wieder vor allen Dingen bei Lehrgängen dann nochmal in der gesamten Mannschaft aufgefrischt, dass man da vielleicht auch nochmal vor allen Dingen über ja, mannschaftstaktische Sachen spricht. Aber ansonsten bekommt jeder, wie gesagt, das eine oder andere auch mit nach Hause, wo man dann auch täglich sich mit beschäftigt. Und dann ja, redet man meistens beim Lehrgang dann nochmal, vor allen Dingen dann unter 4 Augen dann nochmal. Genau, und es sind auch konkrete Übungsformen, die wir damit an die Hand geben. Aber das ist ja immer so, dass es in Absprache auch mit den Vereinstrainern geschieht. Das heißt, es gibt ja immer die Rückmeldung unmittelbar nach der Maßnahme, jetzt nach den Länderspielen mit den Vereinstrainern. Und habe ich ja auch schon häufig betont, das Bild ist natürlich auch sehr, sehr ähnlich, was wir über die Spielerinnen haben und wo wir die Stärken stärken und die Potenziale noch ein bisschen nach oben schieben wollen. Christopher Klein, NDR Hörfunk. Ja, guten Tag zusammen. Ich hätte eine Frage an beide. Wie wichtig ist es denn eigentlich für Sie, eventuell morgen das Ticket schon zu lösen, weil man dann das quasi erstmal für sich abhaken könnte, diese WM-Quali, und dann voll auf EM geht im Kopf?
Spielt das eine Rolle? Danke. Natürlich, ja. Ja, natürlich ist es in unserem Sinne, man möchte sich so schnell es geht eben qualifizieren und das gilt jetzt natürlich auch, dass, wie Sie schon sagen, man das ja mehr oder weniger abhaken kann dann und sich einfach darauf freut, dass man dann diese Qualifikation schafft und das ist unser voller Fokus und deswegen ja, setzen wir morgen wieder alles daran, das Spiel dann natürlich auch zu gewinnen. Ja, genau, wie Kadi das sieht, ist genau richtig und es gibt uns Sicherheit. Also wenn wir schon qualifiziert sind für die WM, ist es einfach auch ein cooles Statement Richtung EM. Also wenn wir jetzt wirklich nochmal, da geht es ja in erster Linie um Leistung. Also wenn wir unsere Leistung jetzt weiter bestätigen, die Dinge in den Dingen, die wir sehen wollen, auf dem Spielfeld in beide Richtungen, wenn wir die festigen, dann kriegen wir ein gutes Gefühl. Jede einzelne Spielerin, die ganze Mannschaft, aber auch das Trainerteam. Und von daher wäre es cool und das ist unser Anspruch, morgen die Leistung zu bringen, dass wir eben das WM-Ticket schon lösen und uns dann natürlich nicht zurücklehnen, aber das als gutes, auch mentales Rüstzeug mitnehmen. Steffen Focke nochmal. Ja, ich habe die Frage nochmal konkret gegen Serbien. Da war ja die erste Halbzeit nicht so gut. Ich glaube, das kann man sagen. Da wurde der Schneid abgekauft von den Serbinnen mit ihrem körperlichen Spiel, mit ihrer sehr robusten Gangart. Die Frage deswegen an Kathi Hinrich. Das ist sicherlich ein Härtetest körperlich für euch als Mannschaft, vor allem auch für sie in der Verteidigung. Da geht die ganze Mannschaft drauf, der Serbinnen. Inwiefern seht ihr das genauso in der Mannschaft, dass es ein Härtetest ist? Und wie wollt ihr diese Schlüsselduelle gewinnen, um der Mannschaft individuell jeweils einen Push mitzugeben, um dann nach vorne Akzente setzen zu können? Danke. Ja, also wir sind uns, wie eben schon gesagt, durchaus bewusst, dass es da auf jeden Fall gerade körperlich zur Sache gehen wird. Und ich glaube, dass gerade in solchen Spielen es dann eben wichtig ist, dass wir den Ball schnell laufen lassen, möglichst auch mit wenigen Kontakten und dass wir uns so in den Räumen bewegen, dass sie dann ja es eben schwer haben, uns da auf den Füßen zu stehen und dann eben ja da körperlich voll dagegen zu halten. Ja, das ist aber generell natürlich immer unser Ziel, dass wir ja den Ball in unseren eigenen Reihen schnell laufen lassen und dann natürlich auch zielstrebig nach vorne spielen. Und ansonsten, ja, denke ich, brauchen wir uns aber auf jeden Fall auch nicht zu verstecken. Also ich glaube, wir können da körperlich auch, wenn es mal in solche Situationen kommt, was es auch oder wozu es auch kommen wird, dann können wir da auf jeden Fall auch gegenhalten. Aber ja, wir müssen natürlich, wie ich eben auch schon gesagt habe, von der ersten Minute voll da sein und eben auch dann mal die Zeichen auf den Platz setzen. Und das Spielerische wird dann ja nach dem Kampf schon von alleine kommen. Und da würde ich gerne ergänzen, weil wir haben das nämlich heute gesehen, dass wir uns überhaupt nicht verstecken müssen, weil wenn wir das Hinspiel gegen Portugal nehmen, dann haben wir eine Zweikampfquote von 48% gehabt und jetzt in dem Spiel bei 58. Und wir haben das thematisiert, das war eben auch ein Schwerpunktthema, über Körperlichkeit, über Griffigkeit, über Zweikampf und Widerstandshärte die Basis zu legen für unser gutes Spiel. Und deshalb wird auch morgen unser Ziel sein, nicht nur besser zu spielen, sondern auch mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Jörg Leopold vom Tagesspiegel. Ja, guten Tag. Ich muss mich erstmal entschuldigen, weil meine Kamera streikt. Ich bitte, das nachzusehen. Und dann möchte ich der Frau Hendrich nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Und war ja auch ein runder Geburtstag. Was haben Ihnen denn die Teamkolleginnen geschenkt? Und was wünschen Sie sich von der Bundestrainerin für die nächste Zeit, fürs nächste Lebensjahr? Darf ich Ihr Wünsche äußern? Na klar. Nein. Die Fülle steht auf dem anderen Stern. Stimmt. Nein, also ich habe ja die ein oder andere Überraschung bekommen. Lina Magul ist ja immer für einen Spaß zu haben. Die hat mir einen aufblasbaren Rollator vor die Tür gestellt, den ich jetzt bisher noch nicht nutzen musste, zum Glück. Und, ja, ansonsten ja, habe ich viele nette Worte auch bekommen und ja, ein paar Luftballons und ein paar Süßigkeiten standen auch vor meiner Tür von meinen Teamkolleginnen von, ja, aus Wolfsburg. Und ja, die haben versucht, mir auf jeden Fall den Tag so schön wie möglich zu gestalten. Und ja, große Wünsche jetzt an die Bundestrainerin habe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Habe ich ja Glück gehabt. Vielen Dank für die Antwort und ich schmunzle hier. Also alles Gute von mir nochmal. Wir schmunzeln auch. Ich wusste überhaupt nicht, dass sowas im Handel erhältlich ist. Aber wenn ihr auch sowas braucht, gerne bei mir melden. Ich leite das an Lina Magul weiter. Gibt es noch Fragen, die über einen aufblasbaren Rollator hinausgehen? Unfassbar.
Ja, aber da kann eigentlich nichts Besseres mehr kommen, oder? Doch, Christopher Klein ist der Partycrasher. Bitteschön. Ja, das wird auch wirklich nicht besser. Ist wieder eine ganz nüchterne Frage. Es wurde viel über Almut Schuld jetzt schon gesprochen. Können Sie denn sagen, ob diese Tatsache, dass Sie sie jetzt nicht mehr in einem Pflichtspiel werden sehen können vor der EM, sich irgendwie auf Ihre Chancen, nicht nur jetzt dabei zu sein, aber dann vielleicht auch spielen zu können, eventuell auswirken? Nein, die Situation hat sich ja nicht verändert, außer dass Almut einfach nicht spielen kann, was uns, wie gesagt, wehtut, weil ich sie als Trainerin einfach auch gerne nochmal auf dem Platz gesehen hätte, um auch das Gefühl zu kriegen, um auch auf alles vorbereitet zu sein. Ein Turnier kann sehr lang sein und wir brauchen die Almut als Mensch, als Typ auf dem Platz, neben dem Platz, mit ihrer ganzen Energie. Sie ist so, so wichtig für uns und deshalb gilt es jetzt erstmal, dass sie das einordnen kann, dass sie wieder nach vorne schaut. Und von daher bin ich sicher, dass Almut relativ schnell jetzt auch auf den Platz zurückkehrt. Und dann gehen wir mit Almut in die Vorbereitung, so wie mit den anderen, die wir nominieren werden auch. Und deshalb gilt jetzt erstmal, dass es relativ schnell wieder so ist, dass Almut auf den Platz zurückkehren kann, weil auch wichtige Spiele natürlich für den VfL Wolfsburg anstehen. Gunnar Meggers. Ja, dann auch nochmal eine Nachfrage dazu, fällt mir jetzt gerade auf. Ist denn diese Schulterblessur jetzt in den Tagen in der Vorbereitung entstanden oder hat sie die schon mitgebracht aus Wolfsburg? Und es ist nur schlimmer geworden, ne? Nein, das war eine Trainingssituation, wie sie alltäglich ist. Und das hat sich dann einfach so herauskristallisiert, dass es jetzt in der aktuellen Situation keinen Sinn macht zu spielen. Also wenn es jetzt ein Finale wäre und die Almut müsste im Tor stehen, dann hätte sie im Tor gestanden. Aber wir haben eine Verantwortung gegenüber der Spielerin, wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein, stehen viele wichtige Spiele an und deshalb ist das gemeinschaftlich und vor allen Dingen aus Almuts Perspektive so entschieden worden, obwohl es, wie gesagt, eine ganz, ganz schwere Entscheidung war, aber sie ist im Sinne der Gesundheit der Spielerin getroffen worden und im Sinne dessen, was in den nächsten Wochen kommt, damit die Almut der Mannschaft zur Verfügung stehen kann. Und zwar beiden Mannschaften, erst in Wolfsburg und dann der Nationalmannschaft. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann sage ich Dankeschön euch beiden, Dankeschön euch da draußen. Und dann hoffen wir, dass wir uns morgen nach dem Spiel wiedersehen, wenn denn alles klappen sollte mit dem Internet und Co. Vielen Dank, macht's gut, ciao.